unverschämter Kerl. Hat mich einfach nicht geweckt. Ach, Edelbert, sieht ja gut aus. Sally, du nimmst die beiden kleinen Koffer, Edelbert und ich, wir nehmen den großen, nicht? Das ist doch ganz einfach. Nicht doch. Träger, ja? Die drei Koffer bitte zum Ausgang. Na, Frau Missia. Sagen Sie mal, haben Sie auch im Sommer Maskeraden? Wieso? Na da, sehen Sie doch. Sieh dir das mal. Ist das eurer? So was. Sollen wir da mitfahren? Wenn du nichts dagegen hast. Wo habt ihr denn den aufgefischt, hä? Der ist doch so ein bisschen tüdelig. Was erlauben Sie sich, Nein! Komm her! Ja. Na, Dicky, wie geht's Oma? Danke, danke! Und Angela geht's auch gut. Ein ihr aber auch mit? Ja, natürlich. Der kann was erleben. Und der Stedigmanns. Der ist sicherlich ganz ordentlich. Man muss ihn nur erst richtig kennenlernen. Den hau ich zusammen, dass er selber aussieht wie eine Bruchbude. Wenn du nicht zufrieden lässt, dann bekommst du es mit mir zu tun. Du Raufbold! Fatzke! Schiedkerl. Ja, Oma. Und ich hätte so gern gesehen, was der alles in seinen vielen Koffern hat. Die hätten wir doch auch aufbringen können. Warum denn Angela? Jawohl, gnädiges Fräulein. Als maßlos imposant und fremdartig. Nöch? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Na Güte, vielleicht benimmst du dich. Hey, hey, hey. Geritten haben. War eine glänzende Reiterin deine Mutter. Was machst du denn da? Moment bitte. 5. Edelbert. 7. 8, 9, 10. Das ist gegen Verdauungsstörung bei Ernährungsumstellung. Was ist das für Krimskrams? Das sind Aufbausalze und Wirkstoffe, Oma, die der menschliche Körper benötigt. Vitamine, Arsen, Protein, Glutamin. Ach, zeig doch mal her, ja. So, ich werde das Zeug selbst vernichten. Denn wenn es auf den Misthaufen käme, können sich die Hühner dran vergiften. Aber warum? Bei uns brauchst du solchen Unfug nicht. Wenn dir wirklich etwas fehlen soll, da habe ich genügend erprobte Hausmittel. Oh, weia, mit durchschlagender Wirkung. Dann nimm den Deckel auf die Suppe, damit sie nicht kalt wird. Kannst du nicht gleich was geben, Oma? Dalli, tschüss! Willst du nachher nicht mal mit den beiden reiten, Edelbert? Du kannst doch reiten, nicht? Ich denke, für hier wird es genügen. Na, wir werden es jetzt sehen. Du, und schwimmen wollen wir auch. So, tja, da muss ich mich wohl erst ein bisschen akklimatisieren. Was bitte? Akklimatisieren. Aha. Die alte Dorfkapelle, 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 bekommt ein neues Trommelfell von Herrn Pastor Singtau. Hey, sing man tau, von Herrn Pastor Singtau, yo, yo. Sing man tau, von Herrn Pastor Singtau. Wo ist er denn, euer Fatzke? Du sollst nicht immer sowas sagen, er ist kein Fatzke. Was denn sonst? Der Herr müssen erst Siesta halten. Was denn das? Mittagsschläfchen. Wie so ein Baby. Ihr seid gemein, bloß weil er anders ist als ihr, nicht? Guckt mal, wer da kommt. Na du, in der Uniform kann man wohl ohne Pferd reiten, was? Das verstehst du nicht. Habt ihr nicht mal eine anständige Reitbahn hier? Ach Quatsch, Reitbahn. Komm, ich zeig dir mal die Ponys. Der sieht aus wie ein Papagei mit Stulpenstiefeln. Den möchte ich mal in die Jauchengrube werfen, dass nur so spritzt. Dann riecht er bestimmt angenehmer als je. Verdammt, unverschämte Meere, heimtückisches Biest. Hast du dir wehgetan? Nein, aber so ein Satan. Komm mit Schwimmen, das kühlt. Gestatte bitte einen Moment, ich muss mich erst umziehen. Was gibt's denn da zu gestatten? So, von wegen Buchbude. Geh mir was zeigen. Den Beutel schmeißt du zuerst drauf. Ja. Pass auf! Hopp. Hey! Da, häng an. Ja. Becko! So. Hast du denn mal wenigstens richtig getaucht? Wieso? Der kann schwimmen und das kannst du nicht. Dafür kann er nicht reiten und das kann ich. Was ist? Warum ziehst du dich nicht an?
mein Zeug ist weg. Einer von diesen Kerls hat's mir gestohlen. Ach, Quatsch, hier stiehlt doch keiner. Moment mal. Mal sehen, ob du nach einer Stunde mich noch schön findest, wenn du es richtig ausgeschwitzt hast. Ich finde sie schon jetzt überhaupt nicht mehr hübsch. Nur noch herzlos, widerwärtig, richtig ekelhaft. Siehst du, so gefällst du mir schon viel besser, wenn du nicht so viel Süßholz raspelst. Wie der da rumhüpfte, wie so eine zitternde Spinne, als Mann sein Zeug versteckt hatte. Das war eine Wucht. Nun hör doch auf. Und davon gleich einen Schnupfen kriegen. Da kannst du mal sehen. Aber dass ich ihn nicht schwitzen sehen darf, das ist eine wahre Affenschande. Er ist ja auch schließlich unser Gast. Und ich möchte bloß mal wissen, was Angela immer mit ihm hat. Pass auf! Jetzt wird uns unser Fräulein Schwester gleich rufen. Ihr göttlicher Herr Roth ist gekommen. Hm, mal sehen. Dicky, auch geh du mal rüber, falls Ethelbert was braucht. Hm. Oh, nun kann ich ihn doch noch schwitzen sehen. Giftige kleine Kröte, du bleibst, wo du bist, im Bett. Du, sei nicht so frech, sonst sag ich's Oma. Na was? Dass Herr von Roth auf dich wartet. Du bleibst im Bett. Kinder werden ja immer unterdrückt. Na du, wollen wir nicht mal zusammen tanzen? Tanz doch deinen Tanz, Mitschi. Oma! Du, das ist eine glänzende Idee. Ethelbert! Guten Tag, Oma. Darf ich bitten? Ethelbert, das geht doch nicht. Och, das geht doch prima. Die meisten können heute gar nicht mehr so richtig Walzer tanzen. Aber Junge, also das kann man doch nicht machen. Oh. Jetzt ganz gut. Du hättest ihn ohne Sattel galoppieren sehen sollen. Komm, Ethelbert, komm mit. Und grüßt alle nochmal. Tschüss, Ethelbert. Und komm bald wieder. Tschüss, tschüss, Mann. Und du auch. Wiedersehen. Thank you.